Ja, herzlich willkommen zum 47. Wochenimpuls Kontemplation und Mystik. Heute Abend zu einem Text, den ich unbedingt unterbringen wollte in diesem Jahr, der biblischen Impulse und Texte, weil er mich seit meinem 14., 15. Lebensjahr nachhaltig irgendwie begleitet und inspiriert hat. Und in meiner Erinnerung war es eigentlich ein Text, jetzt beim genauen Nachschauen stellte sich raus, meine Erinnerung trug, und das ist eigentlich eine Kombination aus zwei Paulus-Texten, die ich mal aber für diesen Anlass zusammen geschrieben habe. Lasst uns gemeinsam rezitieren. Alles ist euch erlaubt, aber nicht alles frommt. Prüfet alles und das Gute behaltet. Kirchenjahreszeitlich befinden wir uns ja zwischen den Zeiten, also im Grunde zwischen den Jahren. Letzten Sonntag, Toten- und Ewigkeitssonntag, Ende des alten Kirchenjahres, kommender Sonntag, erster Advent, Beginn des neuen Kirchenjahres. Also eigentlich zwischen den Jahren. Und für dieses Dazwischen dachte ich mir, ist dieses paulinische Motiv und Motto irgendwie geeignet. Weil dieses Dazwischen, zwischen dem Alten, dem Vergangenen, dem Abgelebten und dem Neuen, noch nicht Sichtbaren, dem, was noch nicht da ist, ist es ja oft schwer auszuhalten. So wie wir uns ja auch gegenwärtig jenseits des Kirchenjahres vielfältig in einem Dazwischen bewegen. Und an dieser Stelle dieses Motiv, was mich als Jugendlichen so beeindruckt hat, alles ist euch erlaubt. Es gefiel mir deshalb, weil ich natürlich auch zu denen gehörte, die eine Ahnung hatten, dass Christentum und christlicher Glaube was zu tun hat mit du sollst und du sollst nicht. Demgegenüber fand ich das grandios. Alles ist euch erlaubt. Die Welt mit all ihren Möglichkeiten ist eröffnet, steht zur Verfügung. Und dann eingrenzend, aber nicht alles frommt. Wer die neue Lutherbibel aufschlägt, wird was anderes finden. Aber ihr habt ja im Verlauf des Jahres gemerkt, dass ich oft an diesen alten Formulierungen hänge. Aber nicht alles frommt. Das ist altertümlich und in gewisser Weise auch schwer verständlich und trotzdem finde ich es ist es mir lieb geworden, weil das weckt ja heute eher so eine Konnotation von Frömmelei oder gar von Bigott. Aber in diesem ursprünglichen lutherischen Gebrauch hat es eine andere Bedeutung. Wie sie auch in den letzten Revisionen der Lutherbibel Eingang gefunden hat. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient dem Leben.
dient dem Guten. Also, es gibt eine Grenze dieser Erlaubnis. Die ist nicht nach mir die Sintflut. Es ist nicht, es kommt nicht darauf an. Alles ist euch erlaubt. Euch Christenmenschen. Aber nicht alles frommt, nicht alles dient dem Leben. Nicht alles fördert es, bewahrt es, kultiviert es, schützt es. Das wäre die Übersetzung dieses ursprünglichen Begriffes von Form. Es geht nicht um besondere religiöse, spirituelle Praxis. Es geht nicht um ein aufgesetztes, vordergründiges Frommsein. Nicht um ein Fürwahrhalten, sondern immer und immer wieder um die Frage, was dient dem Leben? Darum geht's. Alles ist euch erlaubt und gleichzeitig nicht alles frommt, nicht alles dient dem Leben. Aber prüfet alles. Und diese Erlaubnis des Prüfet alles habe ich immer verstanden als die Einladung oder quasi als die Ausladung einer Ausschließeritis. Das ist nicht christlich genug, das ist nicht dieses genug, nicht jenes genug. Nein, prüfet alles. Alles im großen Konzert der Möglichkeiten und Angebote ist erlaubt und prüfet alles. Worauf? Ob es frommt, ob es dem Leben dient. Und das Gute. Das Lebensförderliche, Schöpfungsfreundliche, Friedensfähige, das behaltet. Mir gefällt an diesem Motto und an diesem Motiv die Weite und die Bestimmtheit. Alles, wirklich alles. Ist erlaubt und nicht alles dient dem Leben und dem Guten. Prüfet alles. Also auch Formen anderer Traditionen. Und ihr seid frei, das Gute zu behalten. Jenseits aller Konzepte von was ist abendländisch, was ist christlich, was ist in Ordnung. Prüfet alles und das Gute behaltet. Und ich habe diese Freiheit und diese Weite sehr schätzen gelernt. Gegen all die, die immer meinen, nur so ist es richtig, nur so ist es richtig. Und das gilt für religiöse Traditionen, das gilt auch für spirituelle Traditionen. Nein, wir sind eingeladen in die offene Weite, in die Erlaubnis, in die Freiheit, um jeweils zu prüfen, was dient dem Leben. Das Gute, das Können, Sollen, dürfen wir behalten. Auch wenn es aus anderer Quelle sprudelt, aus anderer Herkunft kommt. Und für alle diese Zeiten, in denen es so schwer ist, sich zu orientieren zwischen den Zeiten, zwischen dem Anfang und dem Ende der Pandemie und zwischen dem Anfang und dem Ende dieses unglückseligen Krieges. Und zwischen dem Anfang und dem Ende der vielfältigen
Veränderungen, in denen wir stehen und Herausforderungen. Lass uns immer wieder erinnern an dieses paulinische Motiv. Alles ist euch erlaubt, aber nicht alles frommt, nicht alles dient dem Leben und dem Guten. Prüft alles und das Gute behaltet. Ja, das wollte ich gerne an diesem Abend und in diesem Jahr unbedingt unterbringen. Und möchte heute abschließen mit einem Motiv dessen, was auf uns zukommt, Advent. Lasst uns gemeinsam rezitieren. Advent. Etwas Neues beginnt im Dunkel. Zeit des Wartens, Zeit des Lauschens, Zeit des Sehnens. Advent. Der Dunkelheit trauen. Der Dunkelheit in mir, dem Nichtwissen, dem Verborgenwerdenden. Advent. Der Spur meiner Sehnsucht folgen. Der leisen Stimme des Herzens, dem in Enttäuschung anklopfenden, der nach Heilung rufenden Wunde. Advent. Mich bereiten für das Wunder, das Wesentliche suchen, durchlässig werden, empfänglich sein. Advent. Gottes Geburt im Seelengrund, den Weg der Verwandlung gehen, im Augenblick ankommen, Christus in mir entdecken. Advent. Weg zu meiner Menschwerdung.